Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Trainerkarriere. Nämlich machen wir das mal an, einfach so. Mit dem einzige wahren Club aus Italien. Italia. Wo ist der? Italien, hallo? Hier, Italien. Ist ja nicht Florenz, ist ja doch Mailand, ist ja leider nicht Rom. Bergamo auch leider nicht. Wird es Juventus? Nein, es wird Neapel. 40 Millionen Budget. Wir haben so mittlere Hoch-Erwartungen statt Neapel. Und ja, wir können mal rein. Wir nennen unseren Charakter natürlich. Na, oh, jetzt hat sie. Wir nennen unseren Charakter links einfach. FIFA. Nein. So. Gas. Natürlich. Die Deutschen. Und wir sind eher hier so einer mit Jogginganzug. Wir spielen natürlich auf Profi, 5 Minuten. Europäisch sind wir leider nur in der Dings, glaube ich, dabei. Nein, wir sind sogar in der Champions League. Mit Real Madrid, Olympiakos und Kopenhagen. Oh, Topgruppe. Lädt herunter. Komm jetzt, mach. 100% und jetzt geht's los. Interaktiver Transferwandel. Willkommen. Danke, danke, danke. Wir werden hier hoffentlich einen guten Job machen und vorne mit Juventus mitkämpfen um den um die Champions League Plätze. Zockers bei nächstes Neapel im Sturm zu nehmen. Ja, bin ich. Ich bin richtig bereit, den Sturm zu nehmen. Beschickter holt Pepe für 14 Millionen. Das geht eigentlich noch. Wie viel Gehalt? 80.000 im Monat. Oder ist das in der Woche? Ich glaube, das ist sogar in der Woche. Oder ist das im Monat? Keine Ahnung. Nee, in der Woche glaube ich nicht. 80.000 in der Woche? Nein. Winterhalle gewinnt Rennen um. Keine Ahnung wen. Wir nehmen natürlich gerne eins an. Natürlich das hier mit Schalke, Dortmund, Bilbao, Saint-Étienne, Bayern Leverkusen, Nantes und Sporting Lissabon in Frankreich. Wir werden mit der Gruppe Schalke, Leverkusen und Nantes. Zum Glück noch nicht Dortmund. Aber wir schauen hier zuerst mal in das Büro. Ja, das kennen wir alle schon. Da, wir löschen auch jede Nachricht direkt. Wenn ich immer so einen Stau hier haben. Wir haben 52 Millionen. Wir gehen mal in unsere Mannschaft. Wir haben hier Insigne, Mertens, Callejon, Allen, Giorgio, Hamsik, Rui, Koulibaly, Albiol, Hisai und Rainer. Natürlich Milik. Ich sehe, der könnte noch. Der sieht nicht schlecht aus. 21. Aber zuerst mal dieser Aufstand gefällt mir nix. Warte, die ist schon besser. Aber nein, die ist noch nicht gut. Wir schauen mal. Vielleicht sowas hier mit Insigne und Mertens im Sturm. Ah, da müsste Callejon aus der Mannschaft. Hamsik. Und wir könnten hier ein ZDM noch gebrauchen. Haben wir ein ZDM in der Mannschaft? Ich glaube natürlich nicht. Nein. Dann müssen wir uns ein ZDM mal holen. Dann lassen wir hier mal zuerst den lieben Callejon spielen. Linksverteidiger haben wir, glaube ich, auch keinen besseren. Ah doch, Ghulam. Hallo.
Rechtsverteidiger ist gut, Kräuter ist gut. Doch, hier haben wir einen ZDM. Aber der ist nicht so gut. Ne, wir schauen. Das ist perfekt. Nein, oh, ich hab so... Oh mein Gott. Nein. Ich muss mir wieder die Aufstellung raussuchen. Hier. Insigne Mertens. Nein. Hallo. Die hier wechseln. Die hier wechseln. Und ihn hier mit Gulam wechseln. So, da haben wir schon wieder, oder? Ja. Diesmal bitte ja. Dann eine ZDM bauen wir. Ich schau mal direkt. Nämlich im Mittelfeld. Oh. Ein ZDM. Er darf höchstens so 26 sein. Wir schauen mal in der Liga, in der Premier League nach. Boah, der Bakayoko, aber da kommt der nicht, safe nicht. Der ist erst kürzlich gekommen. Eleni, ne. Kante ist viel zu teuer, glaube ich. Ja. Hier, Wanyama ist auch gut. Wanyama wäre noch etwas. Machen wir mal auf den Transfer. Dann schauen wir noch mal in der deutschen Liga. Vielleicht. Dorsch ist mir zu jung, zu unerfahren. Julian Weigel. Nee. Wir können ja mal als Backup hier Dorsch anfragen. Vielleicht. Und jetzt bräuchten wir noch einen wirklich, der spielen könnte. Vielleicht aus der KCA sogar. Nein, hat keinen richtigen, der mir richtig gefällt. Es hat auch keine Ligen mehr. Ah, Liga Santander natürlich noch. Casemiro. Boah, Lorente, aber der ist auch viel zu unerfahren. Na, die haben auch keinen. Aber wir schauen mal von denen, die wir bis jetzt haben. Ob wir hier irgendein... Na, nicht Teamzentrale, bitte. Hallo. Transferzentrale. Wenn wir Wanyama den Kauf vorschlagen. Gehen wir mal ins Gespräch. Hallo. Ja. Lassen Sie uns loben. Kommen wir, springen wir. 26 schon der Mann. Transfersumme. Wo können wir anfangen? Nein, nicht einen. Hallo. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Wert sein soll. Vielleicht mal zu 20. Vielleicht. Wanyama, komm jetzt. 28 und 10% Transfersummeneinhalt. Wir können mal Gegenwort neue Transfersumme vorschlagen. Können wir mal auch. Ach, hallo. 25,5. Mal so probieren. Angebot absetzen mit den 10%. Vielleicht. Das ist ein faires Angebot. Das finde ich auch gut. Da können wir jetzt noch verhandeln über den Vertrag. Und alles. Da kommt auch schon Wanyama, glaube ich. Ja, hallo. Ja, das ist ja klar, dass du wichtig bist. Wichtig. Ich glaube, schon 4-Jahres-Vertrag wäre. Oder 3? 3 Jahres. 3 Jahres. 4 Jahre. Ja, komm, 4 Jahre.
Ja, finde ich auch gut. Das ist sehr gut. Gehalt. Wie viel Gehalt will der denn? Ich weiß nicht, wie ist das pro Woche? Ich habe keine Ahnung. Wenn das pro Woche ist, dann ist es gut. Oh mein Gott, bitte! Gib doch wenigstens ein Gegenangebot, Junge! Oh mein Gott. Oh, bitte, wenigstens ein K.O. Oh mein Gott. Das läuft ja mal richtig gut. Ups. Wir brauchen einen ZDM. Wollen wir Julian Weigel holen? Wäre Julian Weigel etwas? Julian Weigel. Bitte, komm. Okay, 50 und 21 Millionen. 50 und 21 Millionen. Hat eine aktive Feigenschaden und die Feigenschaden. Ja, komm. Das ist ein fairer Preis. Noch so einen jungen Spieler. Ja, wichtig wirst du eh. Das ist schon mal klar. Knapp 50 Gehalt. Gib mir 60. 60.000. 4 Jahre können wir auch sagen, ja. Freigabesumme übergeben. Und Gehalt können wir mal so bei 65. Das ist fair. Und so 10.000 zum Einstieg? Ist das fair? Woche kann mein Klient nicht akzeptieren. Ich habe ja mehr Gehalt. Hallo? Einstiegbonus 700.000. Ja, komm. Nimm. Zieht er mich hier ab. Aber wenigstens haben wir jetzt einen guten ZDM. Jetzt können wir auch in die ersten Spiele reingehen. Julian Weigel. Calicon hier auf die Ersatzbank. Wieso kann ich eigentlich hier keine Spieler? Wieso kann man auf 4 Spieler auf die Ersatzbank nehmen? So. Stark so. Dann gehen wir jetzt mal ins erste Spiel, oder? Upsa. Gegen Bayern Leverkusen. Die Trainings machen wir nach dem Turnier. Hamšík zu Arsenal. Nein, für 61 Minuten schon mal gar nichts. Nachricht von dem Spieler. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir wenig Spielzeit. Stimmt auch, den habe ich ja gesagt, der ist gut. Warte. So. Jetzt gehen wir mal ins erste Spiel. Und in dieser Folge auch das letzte Spiel. Mit dem gelben schönen Dress. Hamšík. Mertens, unser Top-Stürmer vorne. Der muss reinballern. Der muss Tore machen ohne Ende. Das ist unser Top-Mann. Absolut der Top-Mann. Einer der besten Stürmer der Welt sogar. Würde ich sagen. Aber hier hat er noch nicht so überzeugt. Aber wir werden jetzt schauen. Gegen Bayern Leverkusen. Ich sehe da Bender. Ist das Leno? Nein, das ist nicht Leno.
Bin natürlich voll mit der Top-Mannschaft aufgestellt. Ich weiß nicht, ob das so. Ja, wir müssen die Top-Mannschaft auch mal spielen lassen. Wir werden ja schon rotieren, aber. Ihr Korb nimmt direkt den Ball. Oh, Volland. Ah, die haben auch eine gute Mannschaft drin. Aber ich glaube nicht die Top-Mannschaft. Schön Weige mit dem ersten Fehlpass in seiner Karriere bei uns. Aber Gulam holt sich den Ball zurück. Jetzt könnte schnell gehen. Über Hamšík. Über Mertens. Mertens muss sich da durchsetzen. Der kleine Mertens. Nein, aber falsch aus. Bailey fault ihn hier. Ich brauche aber mal einen. Warte. Da können wir hier nebendurch, neben der Mauer durch. Und ihn ziehen hier mit dem Schuss. Und der Abpraller zu Mertens mit dem 1:0. Mertens, er geht auf den Abpraller, ganz schön gemacht. Wie es im Lehrbuch steht. Sehr glücklich, dass der Ball hier noch zu ihm kommt, aber das 1:0 in der 7. Spielminute. Brand, oh, Julian Brand. Die haben, glaube ich, doch die erste Mannschaft drin. Außer den Torhüter, glaube ich nicht. Insigne wieder, Insigne. Die zwei vorne, die sind klein, aber schnell. Klein, aber fein. Wieder, schön durchgespielt. Nein, aber wenn da kommt, dann noch mit der Grätsche dran. Wir drücken und drücken, sie bringen keinen Ball raus. Schön. Und jetzt Hamšík. Uff. Neapel immer noch dran an dem 2:0. Aber wir müssen natürlich aufpassen auf die Konter. Wie hier von Kevin Volland und Bailey. Oh, schön gespielt zu Lars Bender. Koulibaly ganz stark. Und jetzt spielen sie hier traumhaft durch. Und jetzt komm, Insigne, nein, Bender. Brand, Julian Brand. Hier sieht den laufenden Volland. Komm, nein, Junge. Oh. Brand hier mit der gefährlichen Situation. Brand hätte das 1:1 machen können. Aber nein. Boah, schön gespielt. Schön gespielt. Was ist das für ein Trickschuss? Wieso macht er den Trickschuss? Der muss er reinmachen. Nein. Gar nichts. Schön. Schön, jetzt. Mertens. Im Vorwärtsgang. Muss die Flanke bringen. Bringt sie. Da ist Giorgio. Kann den Ball aber nicht versenken. Da wird der Lomb ausgepfiffen. Natürlich nicht korrekt von den Fans, aber nimmt man wie man will. Vielleicht wegen dem 1:0. Georgi. Oh, nein. Bailey, schön durch ist er. Der junge Mann, der ist durch. Albiol kommt nicht mehr ran. Allen auch nicht. José Reina, schön gemacht. Gulam, muss zurückziehen. Schön gemacht von Gulam. Nein, Insigne. Oh, und da legt Mertens ihn. Schlafen. 30. Spielminute. 1:0 immer noch. Aber unser Trio vorne schlägt sich gut. Hast du noch Gulam? Komm! Schön. Schön Seite gewechselt. Hisai, komm, mach Druck, mach schnell! Unsere Links- und Rechtsverteidiger sind nicht allzu die schnellsten. Aber dafür ist unser Sturm. Unser Sturm. Der ist sackstark. Und Mertens mit dem 2:0. Was für ein Schuss. Doppelpack Mertens. Schön der Pass von Insigne und Doppelpack Mertens. Dries Mertens. Auf den müssen wir in der Saison hoffen.
Der muss zeigen, was er kann. Insigne, wieder, der kommt da. Schön durchgespielt. Schön, selber. Weigel, Weigel, traumhaft. Schön, nein. Oh, Neapel bringt hier Bayern Leverkusen nur noch unter Druck. Sie kommen an wenig Chancen, an wenig Ball. Aber wenn sie dann Ball sehen, dann wird's gefährlich. Dann wird's richtig gefährlich. Dann wird's richtig gefährlich. Oh, Brandt, nehmt ihn noch raus, spielt ihn mit der Runde. Der Ball ist drüber, drüber. José Reiner. Ah, da müsste der Ball schneller kommen. Schneller. Ah, schön, aber nein. Oh, der lange Ball. Hamšík muss. Schön gemacht. Weigel hat ihn. Die haben fast keine Freiräume. Napoli. Wir haben fast keine Freiräume. Die stehen so eng. Wir müssen das 2:0 jetzt einfach über die Halbzeit bringen. Boah, Volland kommt am Ball. Hallo. Weg. Oh, jetzt Insigne. Hey, mit dem Traumtor. 3:0. Vor der Halbzeit. Mit dem Traumtor. Ich glaube, in der Halbzeit können wir ein paar junge Stars reinbringen. Weil das hier, was die hier schon vorgeleistet haben, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr feierbar. Wir haben anderen steht Nantes 2:0, 1:1 und 1:1. Ich glaube, ich gönne Hamšík jetzt schon die Pause. Mertens. Wir können einfach noch Milik reinbringen. Das ganze Trio vorne ausgewechselt, da können die sich mal ein bisschen beweisen. Schön. Tim vorne muss jetzt beweisen, dass die auch zu Teileinsätzen kommen, weil sonst müssen wir neue drei holen. Wenn die drei nicht so gut spielen, wenn die da überzeugen. Oh, ganz schön gespielt. Milik. Milik, ein Allstar. Spielt auch schon lange. Milik. Zu Unas, Unas, zu... Oh, da ist wieder erster Patzer. Unseres Trios. Aber das ist ja nicht schlimm. Das war nur das zweite Trio. Das erste Trio hat ja richtig überzeugt, wieder mal. Bailey, oh. Bailey und Pan, die sind sehr gefährlich zusammen. Oh, schöner Pass. Zu Kevin Volland, aber offside. Oh, ganz gefährlicher Pass. Was macht er da? Was macht er da? Da kommt die Grätsche auch zu spät. Bailey, die Grätsche kommt wieder zu spät. Oh, fast Penalty. Hinten. Hinten. Da ist nicht das 3:1. Was? Da ist nicht das 3:1. Und wir spielen hier sehr gefährlich, merke ich gerade. Und das Trio vorne hat sich noch nicht so eingespielt. Milik verliert ihn schon wieder den Ball. Bellerabi, Bellerabi mit dem Pfostenschuss. Bailey muss hier gestoppt werden. Muss hier wirklich gestoppt werden. Albiol macht das gut. Weg. Ganz schön. Milik, Milik, komm. Milik, komm. Milik, komm. Milik, komm. Er grätscht diesen Ball noch aus dem Tor raus. Und Milik mit dem am Pfosten am Ball. Und er ist, Sven Bender ist jetzt am Start. Jetzt. Es neigt sich dem Ende zu. Es neigt sich dem Ende zu. Bumm. Nein. 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 Die Grätsche kommt zu spät. Koulibaly, komm! 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 Schön! Da konnte er nichts mehr machen. Nein! Hallo, Koulibaly! Der Ball!
Nein, die treffen wieder nichts. Was haben wir für ein Glück? Was haben wir für ein Glück? Jetzt müssen wir hinten rausspielen. Jetzt müssen wir auch schön mit dem Trio arbeiten hier vorne. Das Trio, das bis jetzt noch nicht überzeugt hat. Jetzt nein. Slatko, komm raus. Nein, fast ein Eigentor. Da macht er fast ein Eigentor. Aber Rainer ist am Start. Komm, komm jetzt. Weg, 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 weg. Ball kommt gefährlich in die Mitte. Da. Oh, Rainer. Und der Ball geht aus aufs Netz. Was haben wir hier heute für ein Glück? Das ist nicht normal. Dieses Glück ist nicht normal. Koulibaly gewinnt das Duell gegen alle. Jetzt können wir kontern. Wieso geht er nicht am Ball? Aranguiz. Sieht da Brand. Gefährlich. Kein Elfmeter. Kein Elfmeter. Nein. Rotkarte, was? Albiol. Das war nix. Das war gar nix. Guckt euch das an. Von vorne, Ball, Ball. Hallo? Okay, gegen Volland jetzt, komm. Komm, 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 komm. Penalty, Kinder! Nein! Volland trifft zum 3:1. Aber egal, komm, wir machen jetzt... Unser Trio läuft einfach noch nicht, aber wir wissen ja nie, es gibt ja immer... Das ist das erste Spiel, das wir zusammenspielen. Mertens und so, die spielen schon lange zusammen. Und jetzt haben wir es nur noch 10 Minuten zu 12 Minuten zu spielen. Das könnte etwas werden mit dem ersten Sieg. Das sind die ersten 3 Punkte. Wie riechen sie schon? Aber das kann nicht sein. Die dürfen kein Tor mehr machen. Kein Anschlusstor. Wir müssen hinten kompakter stehen. Wir haben einen Innenverteidiger weniger. Das ist könnte uns zum Verhängnis werden. Und sie haben sehr starke Spieler vorne. Koulibaly, komm. Schön, Koulibaly. Nein, komm entgegen, Junge! Hast du? Lauf! Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt! Jetzt kommt der Gegenpush! Jetzt, 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 komm! Komm! Setz dich durch! Nein! Lump! Jetzt nochmal Druck auf den Tar! Druck auf Tar, nein! Oh, Leon Bailey wird da hier richtig runtergegrätscht! Da kommt der schöne lange Ball! Aber Gulam klärt, 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 komm. Nein, das schafft er nicht mehr. Aber es ist schon 87. Spielminute. Da gibt es noch die gelbe Karte. Wir wechseln nicht mehr ein. 4 Minuten noch zu spielen. Der Torhüter ist mit vorne. Der Torhüter ist mit vorne von der Partie. Komm, komm jetzt. Jetzt, da muss drin sein. Der Torhüter ist nicht im Tor. Da kann er locker einschieben. Und das ist das 4:1. Der Torhüter war nicht im Tor. Macht das sehr gescheit mit dem Schuss. Macht er richtig gut. Er hätte auch noch ein bisschen laufen können, aber das wäre zu riskant gewesen. Komm, 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 nein. Der ist nicht drin. Der ist drüber, drüber, drüber. 90. Spielminute. Nochmal ganz ruhig hinten durchspielen. Nochmal ganz ruhig. Wir müssen das aber über die Zeit bringen. Ganz langsam. Vielleicht sogar noch ein Konter? Man weiß es nie. Aber jetzt ist das Spiel aus und wir gewinnen es mit 4:1. Das war ein halb verdienter Win. Weil sie hatten auch schon 11 Schüsse. Muss man auch sagen. Wir hatten nur 12. Also nicht viel mehr. Sie hatten mehr Ballbesitz. Das war knapp. Dortmund hat gewonnen. Nantes hat gewonnen. Und Sporting Athletic Bilbao haben unentschieden gespielt. Und ja, nächstes Mal geht es weiter mit den nächsten 2 Spielen. Gegen Nantes und Schalke. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.